Wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, dass du ganz zufällig hier in Hamburg bist und jetzt ganz überrascht guckst, weil du von nichts ahnst, habe ich noch eine kleine andere Angelegenheit, die ich gerne mit dir klären würde. Okay, Und die gerne. hat mit dieser kleinen Figur hier zu tun. Ihr Hier habt erst einen nochmal. deutschen Rollenspielpreis. Ja, du kennst das, den verleihen wir ganz Ja. regelmäßig. Und einen würde ich gerne an euch verleihen. Was habe ich denn dafür getan oder was haben wir dafür getan? Das ist jetzt die Ja, Frage. Also ich kann mich also. nicht erinnern, ein Buch in meinem Schiff zu haben. Nee, es gibt sozusagen zwei Sorten Rollenspielpreise. Das eine ist für ein Produkt und das andere ist eher so für ein Gesamtkunstwerk, so für ein Schaffen. Und den gibt es sehr viel seltener und der ist noch ein bisschen rarer. Und dazu muss man etwas geschaffen haben, was deutlich über das hinausgeht, was sonst so üblich ist. Und das habt ihr beiden mit Orkenspalter TV ganz definitiv geschafft. Und da ihr leider nicht auf dem Nordkorn wart, ja, Schande. Schande, 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 konnten wir das nicht so richtig im Rahmen der Verleihungszeremonie machen. Aber jetzt, wo ich euch endlich erwischt habe, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich nehme das jetzt einfach mal stellvertretend für die Leute, die alle zu Orgenspalter TV beitragen, was natürlich in einem großen Rahmen vor allen Dingen Nico ist, Sich hinter der Kamera versteckt, gerade der für die, die das nicht sehen können. nicht vor die Kamera kommt, wie meistens. Aber es ist, wir sind die zwei Leute, die Technik machen oder immer ihre Fresse an die Kamera halten, wie mir mal gesagt wurde. Aber es sind sehr viele Leute, die dazu beitragen. Und es freut mich sehr, dass ihr das für wert haltet, uns ein kleines Würfelmännchen zu überreichen, das sich Ja, darüber sehr freut. wir wollen mittelfristig eben weg von nur Büchern gehen und auch noch mehr Dinge in den Rollenspielpreis mit aufnehmen. Und bevor wir das tun, muss natürlich irgendwie erstmal sozusagen das Niveau gesetzt werden. Das habt ihr jetzt getan. Also, alle anderen, die folgen, freuen sich darüber, dass die Herausforderung so. Dass es eine Herausforderung gibt. Ja. Dass die Schmerzen nicht lächeln, wollte ich sagen. Nein. Genau. Vielen, vielen Ja. Dank. Ich muss wirklich sagen, also auch wenn wir das hier ein bisschen albern eingeleitet haben, ich sah vorhin, ich bin aus ganz anderem Grund hier, ich sah den vorhin im Regal stehen, oh, guck mal, ihr habt noch einen Rollenspielpreis hier stehen. Ja, mit dem passiert noch was. Vielen Dank Du kannst und jetzt das Mysterium aufklären. ja, warum wir hier sind? Nee, warum das was Mit dem niemand Würfelchen. versteht. Ja, Ja. ich habe ihn nämlich auch, haben auch eben festgestellt. Ich sehe den immer an, der steht bei mehreren Leuten, wo ich auch öfters bin, steht er im Regal oder irgendwo in der Vitrine und ich denke immer, oh, ist das süß, der hat zwei Würfelchen in der Hand, aber dass die 2018 zeigen und angeben, in welchem Jahr der Preis verliehen wurde, das habe ich erst heute gemerkt. Also jeden Tag was Neues gelernt. In diesem Fall, der Deutsche Rollenspielpreis gibt eine Jahresangabe. Wir werden unser Bestes geben, uns dieses Preises würdig zu erweisen und das weiterzumachen, weswegen dem ich hoffe, wir ihn bekommen haben, nämlich dass wir versuchen, einfach dieses Hobby weiter zu fördern, mehr Leute dazu zu bringen, ob wir jetzt Let's Plays machen oder Leute gewaltsam auf Conventions zerren oder so etwas, einfach weil je mehr Leute das machen, desto schöner wird es für alle. Genau. Das ist reine Statistik. Je mehr Leute spielen, desto mehr Spiele gibt es und desto glücklicher sind wir. Warum bindet man sich so eine ganze Arbeit ans Bein, einen Rollenspielpreis ins Leben zu rufen und zu verleihen? Weil es noch keinen gibt. Also zumindest gab es zu dem Zeitpunkt, als wir damit angefangen haben, gar keinen Rollenspielpreis. Es gab mal einen DRSP, der war allerdings anders aufgebaut. Das war so ein Online-Voting-Preis, der ist schon eine beträchtliche Weile her und der ist dann auch irgendwann verfallen, als die Einrichtungen, die ihn verliehen haben, dann so untergegangen sind. Und danach gab es da gar nichts. Und ich finde, das ist erstens wenig schmeichelhaft für uns, denn eigentlich ist ja so ein bisschen das Ziel, auch Leute damit auszuzeichnen, die was Tolles machen und uns auch selber zu feiern. Also weniger mich, ich kreiere ja nichts, aber ich konsumiere es ganz viel und ich möchte die feiern, die tolle Sachen machen. Und das ist sozusagen der eine Punkt dabei. Und der andere ist, dass ich auch finde, dass man, wenn man vor dem Regal steht im Laden, dass es dann schwierig ist zu erkennen, was sind denn jetzt eigentlich gute Produkte und was nicht. Das sind oft 100, 200, 500 Seiten Bücher und die kann man eigentlich nicht vorher lesen. Insbesondere, wenn man jetzt von außen drauf kommt, wenn man die Tante ist, die irgendwas schenken möchte oder wenn man irgendwie mal, als man jung war, DSA gespielt hat und man hat jetzt Kinder und denkt sich so, was spielen denn die Kinder heute? Was gebe ich denen denn? Was sind denn sinnvolle Produkte? Dass man da irgendwie so ein bisschen an die Hand genommen wird. Das ist so die Idee dabei. Ja. Und das steckt so dahinter, wenn man nicht selber schreibt, dann kann man auf die Weise was zurückgeben. Und ihr habt euch bewusst dafür entschieden, nicht wie das, was du erwähnt hast, der DRSP, sozusagen eine Abstimmung zu machen, sondern jurymäßig zu verteilen. Wie findet ihr denn die Leute, die da in die Jury kommen? Oh, das ist relativ schwierig. Ich versuche da Leute anzusprechen, die auf der einen Seite
erkennbar kompetent sind und auf der anderen Seite kein aktuelles Produkt in der Rotation haben, das sie befangen machen würde. Das ist ziemlich schwierig, nicht? Das lässt sich zum Beispiel bei Grafikern und Designern überhaupt nicht aufrechterhalten, denn die arbeiten meistens für so viele Verlage und müssen von irgendwas leben, dass das ausgeschlossen ist. Aber zumindest mal Autoren, die jetzt im Moment gerade für ein konkretes Werk schreiben, die kommen dafür nicht in Frage. Und ansonsten sollen das eben Leute sein, die verschiedene Perspektiven auf das Produkt mitbringen können. Ich hatte jetzt eben schon den Grafiker genannt, dann waren da schon Ladenbetreiber, da Leute, die, also zum Beispiel Oliver Hoffmann von Feder und Schwert, die haben ja zumindest als er dort noch tätig war, keine Rollenspiele mehr gemacht, aber sie hatten eben namhafte Rollenspiellinien. Er konnte also ganz gut beurteilen, was funktioniert, wie sind die Qualitäten, auf die ich achten muss, und so versuche ich dann eben verschiedene Perspektiven da einzubringen und so immer eine Jury zusammenzustellen, die gleichzeitig neutral ist und unterschiedliche Perspektiven darauf hat. Ja, das ist so das Ziel. Das ist kein demokratischer Prozess, aber ich glaube, das gleicht sich dann so im Laufe der Jahre aus. Und hast du es bisher bereut, dir so viel Arbeit aufgehalten zu haben? Immer kurz vorm Modcon, ja. Die Verleihungszeremonie, die ist immer ein bisschen arg nervenaufreibend, ja. Also da muss man dann Laudatoren finden, dann muss man die Jury treten, damit die rechtzeitig fertig ist. So weit, dass man vorher auch noch irgendwie ein bisschen Zeit hat, dass jemand die Laudatio schreiben kann. Und also das ist schon ein bisschen aufwendig. Aber ansonsten, ach, das geht, verteilt sich übers Jahr. Ja, jetzt ganz entspannt, in der eigenen Wohnung. Genau, nicht? Also damit sozusagen heute ist der letzte Tag des Deutschen Rollenspielpreises 2018. Wir können jetzt mit der Planung für 2019 beginnen. Sehr schön. Vielleicht macht ihr kurz zwischendurch Pause. Das ist nur so ein Tipp von mir. Aber vielen Dank für das kleine Interview. Ja. Und vielen Dank an alle Beteiligten. Und die Designerin, die ihn auch kurzfristig nochmal repariert hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich habe ihn nicht so zärtlich behandelt, wie er hätte behandelt werden müssen. Insofern musste er nochmal hastig. Ich werde auf ihn aufpassen. Ja. Okay. Sei netter zu ihm, als ich es war. Ja, bei uns wird es dir gut gehen. So.